Orgrin will also ein Spielzeug haben. Ein Spielzeug für ein. Was heißt Spielzeug? Er will ein Pferd haben. Okay. Nathaniel Delia, Hausbrief. Oh, davon habe ich immer geträumt. Das bezweifle ich. Ist es das, was ich denke? Tatsächlich. Hier ist das Wappen der Haus in das Holz eingebrannt. Das ist der Bogen meines Großvaters. Genauer gesagt war mein Großvater der Letzte, der ihn benutzt hat. Ursprünglich wurde er während der erhabenen Märsche für einen meiner Vorfahren angefertigt. Jetzt gehört euch. Ich danke euch. Es tut gut, ein Stück Familiengeschichte in den Händen zu halten. Etwas, worauf man stolz sein kann. Na bitte. Immerhin einer, der zufrieden ist. So, haben wir sonst noch was? Nö. So, sagt Orgrin noch irgendwas? Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid. Wollen wir weiter? So, du sagst auch nichts. Ah, Sigrun hat noch was. An der Oberfläche ist es viel einfacher, die dunkle Brut zu bekämpfen. An klaren Tagen kann man meilenweit sehen. Ich habe einmal von einem Apparat gehört, den man Fernglas nennt. Ja, ich glaube, so hieß er. Und mein Freund Valan sagte, damit könne man weit entfernte Gegner so deutlich sehen, als stünden sie direkt vor einem. Ist das wahr? Für mich klingt es wie Magie. Ja, es ist wahr. Es ist eine Erfindung der Kunari. Dann müssen sie das klügste Volk in ganz Phaedas sein. In den tiefen Wegen kann die dunkle Brut einfach aus dem Nichts auftauchen. Ein Fernglas klingt nach dem genauen Gegenteil. Solange ich noch an der Oberfläche bin, würde ich gern mal durch so ein Ding sehen. Also wenn wir ein Fernglas finden, wissen wir Bescheid, wem wir es geben können. Okay. Oho. Ja, ja. Dann würde ich sagen... Nehme alle, ich würde die Luft verpesten. Wovon redet ihr denn jetzt schon wieder? Von Katzenpisse. Euer kleines Kätzchen bringt mich zum Kotzen. Hör gar nicht auf ihn, Sir Naseweiß. Du riechst wundervoll. Oh Mann. Ja, ich will weiterziehen. So, und zwar nach... Entweder jetzt zu den Schwarzmarschen oder in den Vendanwald. Ich gehe erstmal in den Vendanwald. Warum rennen die noch immer weg? Etwas Großes, Mächtiges und ziemlich Wütendes. Das hat so aussieht. Aha. So, die Karawane wurde vollständig vermischt. Gewöhnliche Banditen. Banditen hätten sowas niemals tun können. So, Schriftrolle. Befehle der Miliz. Achso, die Schlüssel müssen wir auch noch versemmeln im Keller. Betrachtet es als erledigt. Wenn ich mich recht entsinne, gab es hier irgendwo auch Granit. Im Vendanwald.
Für den Mauerbau. Oder sagen wir mal, für, ja doch, für den Mauerbau. Unserer Festung. Verkohlter Waldgeist. So. Okay, das nehmen wir alles mit. Wir rennen erstmal über, über ein Lagerfeuer drüber. Eine Drachenknochenaxt. Ein Stück Holz hat, glaube ich, keine Organe. Eigentlich müssten wir Bonusschaden an das Vieh machen mit Äxten. Ach, jetzt sind hier hinten nur noch so eine Typen. Mann, mach doch so Mist nicht. Das kann ich auch. Mann, hier sind überall Gegner. Du kannst keine 5 Meter laufen, ohne dass hier, dass dir hier irgendwas entgegenkommt. Eine raffinierte Falle. Ich weiß, dass es im Vendanwald irgendwo ein Granitvorkommen gab. Ich weiß einfach nicht mehr, wo es war. Es ist schon jetzt viel zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Oh, da hinten ist eine Truhe. Oh, guck mal, ein Waldgeist. Ach, ich glaube, das ist eine Quest. Nee, die werde ich jetzt nicht machen. Die mit der feinsten Seide. Ich müsste hier so 10 Bündel oder so finden. Ich habe nie alle gefunden. Geht mir aus dem Weg! Ich muss hier weg! Was ist denn los? Nein! Mir kann niemand helfen! Ich muss einfach nur hier weg! Wer ist denn hinter euch her? Die Elfin! Sie erweckt die Bäume zum Leben! Wir haben uns bei den Karawanen doch nur leicht verdientes Geld erhofft, aber... Bauer, steh mir bei. Sie ist hier. Ich muss hier weg. Aber hallo. Ich hätte nicht erwartet, hier einer der Begenden zu begegnen. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin ein grauer Wächter. Ah, ihr seid also hier, um die dunkle Brut zu bekämpfen. Na schön. Solltet ihr irgendwelchen Handelskarawanen begegnen, dann sagt diesen Leuten, sie sollen meine Schwester freilassen, wenn nicht noch mehr Menschen sterben sollen. Also los,
Kümmert euch um eure dunkle Brut. Und kommt mir nicht in die Quere. Betrachtet es als eine Warnung. Okay. Mann, wir sind jetzt gerade mal 2 Schritte gegangen. Kannst du mir nicht antun. Ja, das finde ich auch. Das haben wir sehr gut gemacht sogar. So, hier liegt noch ein Toter. Sehr schön. Ach, noch mehr Plünderer. Ach, wir haben schon wieder ein Level. Das geht ja hier mal wie Brezelbacken. So, hat genug Farbe, Speisen umgestellt, wodurch ihr zusätzliche Bonus auf Gesundheit erhält. Das ist sehr gut. Achso, tödliche Suche, passiv. Okay. Das ist noch was Aktives und was Anhaltendes. Das ist Tiefschlag. Okay. So, ein bisschen mehr Geschicklichkeit. So, noch ein bisschen auf Speer der Legion gehen. Feralisches Schwert. Sehr schön. Ein normales feralisches Schwert, das tief in den Boden gerammt wurde. Wo sind denn die Leichen? Reisen diese Delisch-Elfen nicht eigentlich im Rudel? Was soll dann dieses winzige Lager? Und hier? Das sieht nach einem Kampf aus, aber es gibt keine Leichen. Nur all diese Waffen. Irgendwas stinkt hier, Kommandantin, und das bin nicht ich. Da hat er recht. So, was ist meine Maus denn da? So, herumliegende Waffen. So, feralische Waffen wurden in einer Ecke des Lagers geworfen. Betrachtet es als erledigt. In Wäldern ja. Gibt es doch jede Menge Tiere, oder? Dreckige, stinkende Viecher. Puh, eventuell, ich weiß es nicht. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Sehr schön. Elfisches Totengebet. Ein Blutlotus. Sehr schön. Ein Räuber, nehmen wir mit. Wundumschläge kann man immer gebrauchen. Die Tür ist verschlossen. Da kommen wir im Moment auch nicht rein. Ach man. Bin es so gewohnt hier, dass man einfach so in die Abhänge runterspringen kann. Warum greifen uns die Wächter hier noch nicht an? Die Verkohlten. Okay, die greifen uns an. Aha, interessant. Ja.
So, damit hat er ein bisschen Holz geschlagen. So, da hinten ist die Quest, die wir noch, die wir haben. Aber wir suchen ja noch. Wir suchen ja noch ein bisschen Granit. Ziemlich sicher, es lag hier irgendwo rum, das Vorkommen. Na, was heißt lag? Es steht irgendwo rum. In irgendeiner Ecke am Waldes, am Wegesrand irgendwo. Ist nur ein Blutlotus. Oh, das sieht ja hier sehr aufheiternd aus. Das war hier doch irgendwo. Bleib zurück, das schaffe ich allein. Ein Stein, ein fleckiger Stein. Hier gab es irgendwo dieses verfluchte Granitvorkommen. So, hier ist noch die eine Quest von uns. Das sieht sehr nach Spinnen aus. Hätte ich mal lieber Risch gesagt. Trollkopf. Mensch, das war hier irgendwo an irgendeiner Wand. Total unscheinbar. Naja, quatschen wir erst mit den Überlebenden. Seht mich. Seht mich nicht an. Wer seid ihr? Olaf. Heiß ich. Ich kam mit Freunden hierher, um die Elfen zu vertreiben, aber die dunkle Brut war schneller. Wir wurden zerfetzt. Scharfe Klauen und Zähne aus der Dunkelheit und dann bin ich erwacht. Inmitten von Fleisch und Knochen und Blut.
Sie sind alle tot. Totes, weiches Fleisch, das die Erde bedeckt. Ich bin weggekrochen, kam hierher. Ich ertrage den Anblick nicht. Habt ihr die Elfen getötet? Nein. Nein, die dunkle Brut war schneller. Sie haben uns niedergemacht, unsere Waffen mitgenommen und sie ins Elfenlager gebracht. Es war eine List für uns, für die Elfen. Jetzt denkt sie, wir seien es gewesen. Macht vor Hass, jagt auf alle, während sie zusehen. All diese Menschen sind also nur wegen eines Missverständnisses gestorben? Balmer Bauer, das ist grauenhaft. Wir müssen sie aufhalten und ihr sagen, dass sie im Irrtum ist. Denkt ihr, sie ist wieder in ihrem Lager? Wir könnten dort nach ihr suchen. Die Dunklen sind auch an euch interessiert. Sie beobachten euch ebenfalls. Könnt ihr sie spüren? So, wisst ihr etwas über die Schwester der Elfen? Schwester? Hab ich eine Schwester? Schwester der Elfen? Nein, wir haben sie nicht. Vermutlich tot. Oder sie wurde gefressen. Wo ist die Dunkelbrut hergekommen? Von unten. Den Seiten. Aus den Schatten. Die Krankheit wird euch umbringen. Ich bin schon tot. Es gibt keine Hoffnung. Macht dem ein Ende. Bitte. Möge der Bauer euch gnädig sein. Ach, da seid ihr ja. Das hätten wir. Betrachtet es als erledigt. Oh, fast zwei Sovereign hat er drin gehabt. Wie ihr meint. Ein elfisches Schmuckstück, das nehmen wir auch mit. Siegel der Lähmung. Ich werde es tun. Irgendwo. So, erstmal Orgrand. So, da kriegst du noch ein bisschen Stärke. Level 27 brauche ich dafür, okay. So, ich wollte ja alles oder das skillen. Dann kriegst du noch Befreiung. Wirklich, das Vorkommen war komplett unscheinbar, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Einfach so mitten in der Wand, einfach auf jemanden Ogeglubbe gekommen.